Lieber Gernot, ich grüße dich an diesem wunderschönen sonnigen Tag. Naja, gut, sonnig. Bei uns ist wieder graue Decke. Ich weiß nicht, wie es im Moment bei dir ist. Ja. Herrlich. Guten Morgen. Ja, hier ist auch grau und hat gerade geregnet. Wonnemonat Mai hat nicht so richtig stattgefunden. Bis jetzt noch nicht. Ja, also es ist tatsächlich Wetter eher durchwachsen und jetzt fängt der Nachbar auch noch das Rasenmähen an. Aber gut, es gibt Schlimmeres. Ja, was können wir denn sagen? Vielleicht erstmal so. Als was wurden wir betitelt? Schwarzmagier? Schwarzmagische Satanisten, Ah ja, okay. indische Gurus und Gotteslästerer, weil wir es gewagt haben, in dem letzten gemeinsamen Video zwei Sätze zum Thema Inkarnation loszulassen, sind wir dann gleich in die Hölle verdammt worden von einigen, bei einigen Zuschriften dann auch mit den entsprechenden Bibelzitaten. Und dafür wollen wir uns dann ganz herzlich mal bedanken für diesen Unbedingt. netten Hinweis. Aber wir sind nicht dafür angetreten, beide nicht, glaube ich, um Erwartungshaltung alter Prägungen zu erfüllen, sondern uns geht es darum, hier auch über eine wirklich ganzheitliche Diskussionskultur mal wieder hinzufinden zu den besten Lösungen und für die Zukunft. Und auch vor allem geht es uns darum, alte Denkdogmen, die uns einschränken, alte Ängste, die uns einschränken und alte Machtstrukturen, die uns einschränken, eingeschränkt haben in der Vergangenheit, aber viele immer noch einschränken, auch klar zu benennen. Und deshalb nehmen wir uns das Recht heraus, das zu sagen, was wir denken. Das muss auch nicht jedem gefallen, davon gehen wir gar nicht aus. Aber wir lassen uns auch durch solche Angriffe nicht einschränken und wir fordern für uns genau das, was ja alle anderen auch für sich fordern, nämlich das Recht auf freie Meinungsäußerung. Und wenn wir beide mit der Kirche nicht so viel anfangen können, braucht uns keiner versuchen, dort auf den vermeintlich richtigen Pfad zurückzudrängen, denn wir machen das, was wir für richtig halten. Und vielleicht nur so eine kleine Ergänzung noch nebenbei an denjenigen, der meint, es wäre Gotteslästerung. Dann erst einmal Frage an denjenigen, die er wahrscheinlich nicht beantworten kann, welchen Gott meint er denn? Und dann das nächste ist, man sollte auch nicht vergessen, im Indischen ist ja auch, kommen ja ursprünglich auch die Arier mit her. Also das heißt, da ist es auch nicht so ganz weit weg. Und für alle, die es nicht wissen, die Reinkarnation war auch im christlichen Glauben bis zum Konzil von Nizea stark verankert und vorhanden. Es wurde bloß dann umgeschrieben, weil es nicht mehr in die Satzung des Vereines gepasst hat, der sich katholische Kirche nennt. Und das würde ja den Allmachtsanspruch gefährden und auch dazu führen, dass man irgendwann sagen könnte, wir haben hier gewisse Aufgaben zu erfüllen, wenn wir jetzt beim Spirituellen ganz kurz bleiben, und dass das hier keine Zukunft oder keine Zufallsveranstaltung ist. Das sollte man sich auch überlegen und dann kommen wir auch immer wieder zu den Loops, die wir ja auch auf der geostrategischen Ebene immer wieder sehen. Wir haben es jetzt gerade im Vorgespräch gehabt, da gibt es ja gewisse Nachbarn im Osten, die vielleicht sich immer noch anschicken oder angeschickt werden, ich will es mal so formulieren, die Nächsten zu sein, die vielleicht in der Reihe dran sein könnten, wenn es so weitergeht. Gesponsert von Freunden auf der kleinen Insel da über dem englischen Kanal. Ich hoffe, dass das so passt. Das hast du aber schön ausgedrückt. Und das Schöne dabei ist, dass wir ja in einem Land leben, wo selbst erwachsene Menschen, die auch durchaus Intelligenz haben, der Meinung sind, dass die Vergangenheit nicht interessiert, weil sie da ja nicht gelebt haben und dass das für uns heute keine Relevanz hat. Und gerade an dem, was dort jetzt gerade wieder abläuft, auch an dem, was jetzt am Wochenende abgelaufen ist in Bezug auf diese unsägliche Selenskyj-Show quer durch Europa, diese wirklich hirnverbrannte und wirklich realitätsferne Nummer, mit einem Sicherheitsaufwand übrigens, der höher ist als beim US-amerikanischen Präsidenten oder dem Ministerpräsidenten des Staates Israels, ist das schon echt spektakulär. Aber ja, Geschichte wiederholt sich immer wieder. Wir haben immer wieder die gleichen Mechanismen, die gleichen Drehbücher. Das ist das, was du gerade meintest. England hat
Mal wieder jetzt, man kann es nicht anders sagen, als wirklich dumm dreist die Fresse aufgerissen. Sie haben Waffensysteme an die Ukraine zugesagt. Und das vor dem Hintergrund, dass sie auch mit der Polnischen Republik neben den EU-Verträgen, neben den NATO-Verträgen, wie in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, ein Beistandsabkommen schon vor 5, 6 Jahren unterzeichnet haben und auch der polnische Zloty sowohl an das britische Pfund gekoppelt ist als auch an den US-Dollar. Und auf polnischem Territorium stehen nun mal umfangreiche Verbände der Briten und auch der Amerikaner. Und es sieht so aus, als wenn jetzt ob der Verzweiflung im Finanzbereich, dem absoluten Untergang des Dollar- und britischen Pfundsystems, was ja nun überall tagtäglich mittlerweile skizziert wird, die letzte Verzweiflungstat dann doch wieder die militärische Komponente ist, unter dem Missbrauch des polnischen Volkes, das sei auch mal ganz klar angemerkt, wie immer leider, das in Polen ja immer wieder abläuft. Und von daher ist die Variante, die vielfach auch ja schon von uns, von mir auch schon vor Monaten geäußerte Variante des Einmarsches der polnischen, britischen und amerikanischen Heeresverbände in der Westukraine durchaus möglich. Denn das, was die da gerade abfeiern, das, was die Engländer jetzt gerade wieder machen, ist genau exakt dasselbe, was sie in den 30er Jahren auch gemacht haben. Vor allem mit einer Vehemenz und aus meiner Sicht aber aus einer Situation der Schwäche heraus. 1900 oder in den 30er Jahren war ja England wesentlich besser dagestanden, als es heute dasteht. Also im Vergleich. Erstens, es war ein Riesen-Empire. Seine größte Ausdehnung hatte das britische Empire 1922, also flächenmäßig. Da war tatsächlich immer irgendwo Sonnenschein und es war nie Nacht. Wenn man denn mal das Ganze global umfassend sieht, die englische Navy war überall präsent, das britische Pfund war immer noch mit einer der wichtigsten Währungen und die Vereinigten Staaten waren gerade dabei, sich überhaupt von ihrer wirtschaftlichen Krise aus den 20er und 30ern zu erholen. Wir hatten es das letzte Mal schon angesprochen, aber da waren die Zeiten etwas anders. Heute sehen wir nicht mal mehr einen Schatten von diesem Empire. Aus meiner Sicht, militärisch gesehen, das Vereinigte Königreich hat eigentlich nichts mehr. Ja. Es hat einen Flugzeugträger, der zweite, der Stolz der Flotte, liegt die ganze Zeit im Hafen, funktioniert nicht. Ich habe jetzt auch noch mitgehört, jetzt fangen sie schon an, ihren einen Flugzeugträger auszuschlachten, damit sie den zweiten am Laufen halten können. Das ist ungefähr so wie bei der Bundeswehr. Nur bei uns erwartet man nichts anderes. Und die britischen Streitkräfte, wenn wir von denen jetzt reden, die tatsächlich ein Teil schon in Polen bereitsteht, in Form von schnellen Angreiftruppen. Ja, das sind, wenn man es mal zusammennimmt, an Kampftruppen, ja, gerade mal 20.000 Mann. Und für jemand, der sich das zahlenmäßig nicht richtig vorstellen kann, der möge sich mal ein durchschnittliches deutsches Fußballstadion eines Erstligavereines nehmen. Gut, der Club hat zwar so ein Stadion, ist aber keine erste Liga mehr, schon lange nicht. Aber da passen so um die 40.000 bis 50.000 Mann rein. Und wenn die Hälfte jetzt 20.000 sind, dann kann man sich das vorstellen, die Hälfte der Ränge ist leer. Und so schaut die Realität aus. Und das sind die großen Truppen. Was dann auch immer wieder kommt, wir sehen ja ununterbrochen Videos, wie Hardware durch auch den deutschen Osten noch weiter ostwärts verlegt wird. Das sind hauptsächlich amerikanische Teile, M1, M3, A2, Schützenpanzer, die werden darüber gekarrt und die bleiben da auch. Also die werden nicht zurückgefahren. Und das hat einen Grund und das passiert seit Jahren, wie ich das schon 2020 gesagt habe, wo der Defender 2020, also die Befreiungsaktion der Amerikaner, die uns dann vom Deep State befreit haben, also warten wir heute noch drauf, aber leider kam das nicht an. Auch die haben das in den Osten verschifft und da steht's. Und vielleicht noch ein ganz kurzer Satz hinterher zu den sogenannten Storm Shadow Marschflugkörpern. Die wurden vermutlich schon, und das sind jetzt auch Angaben aus russischen Quellen, schon im Oktober 22 geliefert. Das heißt, die Eskalation ist schon lange vorbereitet. Es wird nur häppchenweise dementsprechend rausgegeben, so wie man es braucht, um Staub aufzuwirbeln, um den Einsturz der Bankentürme dann wahrscheinlich zu verdecken. So schaut es im Moment aus. Das ist das, was wir so beobachten können.
Ja, es ist viel geliefert worden, und auch schon vor Jahren geliefert worden. Und da sind wir auch wieder bei den Briten. Die haben ja auch schon weit vor diesem Ukraine-Konflikt und auch sogar schon vor Corona, damals auch unter dem Deckmantel von den Vorbereitungen für eben die größte Befreiungsaktion, die es ja angeblich gegeben hat, Defender 20, umfangreiches Material auch wieder auf deutsche Stützpunkte verlegt. Es sind in Niedersachsen, aber auch in Nordrhein-Westfalen Standorte wieder reaktiviert worden. Und da reden wir um tausende Fahrzeuge, sowohl Panzer als auch gepanzerte Mannschaftstransporter, aber auch LKWs und ja, Selbstfahrerfetten, was auch immer, alles, was es so gibt, haben die rüber verlegt. Und das ist mittlerweile auch in weiten Teilen weiter Richtung Osten verlegt worden. Und das ist wirklich ein Umfang an Vorbereitungen über Jahre, die völlig untergegangen ist in den ganzen Betrachtungen. Und da auch in die Ukraine ist weitaus mehr verlegt worden, was du gerade sagtest. Aber, und das ist auch das, was wir aktuell übrigens eigentlich auch ablesen können, sehen können und was auch berichtet wird, es wird seit mehreren Wochen mittlerweile immer wieder und fast tagtäglich über sehr große Luftangriffe der Russischen Föderation auf ukrainisches Territorium berichtet. Und es ist jetzt auch in unterschiedlichen Orten es so gewesen, dass es gravierende Einschläge gegeben hat und dort auch entsprechende Munitions- und Militärlager komplett in die Luft gejagt worden sind, bis hin auch zu den Führungsstrukturen, die in die Luft gejagt worden sind. Das wird im Westen alles nicht berichtet. Das wird sogar in der alternativen Szene kaum bis gar nicht betrachtet, weil es nach meinem Dafürhalten auch wirklich kaum noch eine ernsthafte Auseinandersetzung mit eben diesen Vorgängen dort drüben gibt. Die ganzen, auch das ganze taktische Geschwafel, auch diese Pseudo-Betrachtung im Mainstream zu dem, was, wie schwach die Russen sind, ist alles Abteilung Kriegspropaganda und hat absolut gar nichts damit zu tun, was der Realität entspricht. Gerade jetzt auch in Bezug auf Bachmut ist es so, dass dort gerade taktische Spielchen gespielt werden, die entgegen der westlichen Berichterstattung und auch Teilen der alternativen Szeneberichterstattung dazu geführt hat, dass wirklich umfangreiches Material und auch Einheiten einfach ausgeschaltet worden sind. Und es ist eine völlig andere Situation an der Front, auch mit den rückwärtigen Verfügungsräumen, wobei bei rückwärtigen Verfügungsräumen nehme ich an, steigen schon 98% aller Zuschauer aus. Das sind nämlich die Einsatzverbände, die hinter der Front in der Einsatzreserve gehalten werden, um taktisch darauf zu reagieren, falls es an der Front irgendwie brenzlig wird. Und dort stehen Verbände, da träumt der Westen nur davon. Und auch an der Westgrenze der Russischen Föderation am Baltikum stehen immer noch ganze Armeegruppen. Und auch in Weißrussland gibt es nicht nur die weißrussische Armee, sondern auch russische Armeegruppen. Und auch nördlich von Kiew stehen immer noch ganze russische Armeegruppen mit modernstem Gerät, die noch gar nicht im Einsatz waren. Und von daher ist die Situation dort drüben eine völlig andere. Aber es ist eben so, dass auch in der russischen Politik ganz klar benannt wird, dass, und damit meine ich jetzt nicht irgendeinen Dorfscheriff oder Bürgermeister, sondern wirklich höherrangige russische Politik. Diese russischen Politiker sagen ganz klar, wir haben keinerlei Interesse, diesen Konflikt weiter anzuheizen und unsere Jungs zu verheizen. Wir warten einfach darauf, bis der Dollar und auch das britische Pfund kaputt geht. Das kann ja nicht mehr lange dauern. Und dann wollen wir mal schauen, inwieweit die Söldner auf seitens der Ukraine dann noch kämpfen, wenn keine Zahlungen mehr kommen. Und dann ist die Nummer relativ schnell rum, aber völlig andersrum als der Westen und der Mainstream das im Moment darstellt. Und das wird das sein, was sich dann sehr spannend auswirken wird, was gerne nach meinem Dafürhalten auch jetzt im Mai hätte schon statt oder April schon hätte stattfinden können, leider noch nicht stattgefunden hat. Aber das ist das, was uns bevorsteht, meiner Meinung nach.
Ja, also die Eskalation ist am Laufen. Allerdings ist es tatsächlich auch so, das hat sogar unser Jungle Joseph Borrell, also wer es nicht weiß, der Außenbeauftragte der Europäischen Union, kein Außenminister, hat es schon öffentlich auch bekannt gegeben, dass tatsächlich sollten die Zahlungen eingestellt werden an die Ukraine, der Krieg innerhalb von wenigen Tagen vorbei wäre. Und das kann, wie gesagt, auf zwei Ebenen passieren. Die eine Ebene ist eben, dass tatsächlich keine Hilfszahlungen mehr ankommen würden. Das sehen wir beispielsweise aus den Vereinigten Staaten, wo eben für die Ukraine ab 24 keine Zahlungen mehr vorgesehen sind. Oder eben, wie gesagt, dass die Wirtschaft oder beziehungsweise die Staaten nicht mehr in der Lage sind, Kredit zu geben, weil es werden ja hier keine Gelder durch die Gegend geschoben, sondern es werden ja immer nur Kreditversprechen gegeben. Also so läuft letztendlich dieses Finanzierungssystem. Das ist immer diese Vorstellung tatsächlich bei uns in den Köpfen und die wurde leider über die letzten 70, 80 Jahren eigentlich schon davor genährt, weil keiner versteht, wie dieses Finanzsystem tatsächlich funktioniert. Man möge sich da auch mal aus ein Zitat oder an ein Zitat erinnern, was Henry Ford gegeben hat. Ich glaube, das war auch um die 30er, ne? Wo er gesagt hat, wenn die Menschen wüssten, wie unser Finanzsystem funktioniert, dann hätten wir heute Abend noch eine Revolution. Und das ist tatsächlich so, weil diese umfassenden Wahrheiten, und es ist nicht so schwierig, das zu begreifen, wenn man sich da mal aufmacht und selber dran geht und sich mit den Dingen beschäftigt, dann ist es nicht so schwierig zu begreifen, wie das Spiel hier läuft. Ich höre es aber immer wieder, und wir fallen da, glaube ich, auch immer irgendwo selber ein wenig rein, dass wir nicht begreifen, es gibt Zahlungsmittel. Es gibt Zahlungsversprechen, es gibt Kredite und Geld ist etwas ganz Besonderes. Das sagen auch die Großen. Wir hatten es ein paar Mal schon jetzt in unseren anderen Sendungen. Das einzige Geld, wo du tatsächlich etwas final ausgleichen kannst, ist eigentlich die Hardware, ist Gold und Silber. Zumindest sehen das so die Großen. Warum wird Gold gekauft von den Zentralbanken? Soll jetzt keine Werbung für Gold sein, kann jeder für sich selber entscheiden, ob er sich da irgendwo Gedanken schon drüber gemacht hat. Aber so ist es. Euroscheine, Pfundscheine, Dollarscheine können morgen für ungültig erklärt werden. Sie können auch noch 3 Jahre lang weiter existieren und solange jemand daran glaubt, wird das Spiel auch weitergehen. Ja, also weitergehen ist jetzt echt eine schwierige Nummer, ne? Also bei dem, was in Amerika gerade Sachstand ist, nämlich dem im Grunde Crash des Gewerbeimmobilienbereichs, mit all den Auswirkungen auch auf die Bankbilanzen, ist das kaum noch tragfähig. Staatssäckel Bundeshaushaltsebene der USA ist laut Aussage, auch erneuerter Aussage von Frau Yellen, ja nun in 14 Tagen dann leer. Dann steht im Grunde eine Staatspleite der USA an, laut Ihrer Aussage. Und von daher wird das jetzt nicht mehr Ewigkeiten dauern. Aber zu dem anderen Thema auch noch, was du gerade gesagt hast. Das ist auch so eine Nummer, die sehr einseitig, also eine Diskussion, die sehr einseitig geführt wird. Denn es wird immer auch Angst gemacht mit dem Thema, das Geld ist weg. Das beschäftigt ja viele. Und dann ist der nächste Punkt auch dieser ganzen Wirtschafts- und Finanzexperten ja immer, ihr müsst Vermögen sichern und Gold und Silber kaufen. Aber was wir auch mal ganz klar und ernsthaft benennen müssen, ist, dass das Einzige, was wirklich Wert hat und auch ein wie auch immer geartetes Zahlungssystem unterlegt, das ist die Arbeitskraft. Und zwar die Arbeitskraft sowohl hier im Arm als auch im Kopf. Und das ist die Leistungsfähigkeit, die eine Gesellschaft oder auch ein Unternehmen innerhalb einer Gesellschaft dann auszeichnet. Was ist das Unternehmen, diese Gesellschaft in der Lage zu schaffen, an wirklichen Werten zu schaffen, an Produktivität zu schaffen? Das ist der eigentliche Wert, der für alle Transaktionen als Grundlage da ist. Das ist übrigens hier im Land auch schon mal benannt worden. Gold und Silber sind zwar Wertspeicher alter Prägung und das funktioniert auch ja schon sehr lange sehr gut, aber auch das ist etwas, was dann viele dazu führt, die eben nicht so viel Vermögen haben,
Ängste zu generieren. Und da ist es auch so, dass wir hier zurückfinden müssen zu einem rationalen, aber auch wieder etwas empathischeren Umgang miteinander, denn auch dort ist weder die jetzt, ja übrigens auch heute im Mainstream vorhin, zumindest bei einer Nachrichtenseite, sehr klare Crash-Warnung für den Gesamtfinanzmarkt und die Wirtschaft, etwas, was Angst macht, und der alternative Bereich macht genauso Angst. Unser Anspruch, unser aller Anspruch muss doch sein, dass wir hier in diesem Land für alle in der Zukunft eine Gesellschafts- und Wirtschaftsform und auch ein Sozialsystem strukturieren, das für alle genug zum Leben schafft und auch sozialen Wohlstand, privaten Wohlstand zulässt. Und zwar egal, ob du jetzt irgendwie ein paar hunderttausend Euro in Gold und Silber anlegen kannst oder diese eben nicht zur Verfügung hast, weil die Realität in diesem Land ist, dass die Masse gar kein Vermögen hat, und selbst diejenigen, die jetzt noch meinen, dass sie ein Immobilienvermögen haben, was super ist, auch dieses Immobilienvermögen wird auf dem Papier kleiner. Das sind alles virtuelle Vermögensgegenstände. Und der Anspruch unserer Gesellschaft, unseres Volkes muss sein, dass in Zukunft vernünftige Regelungen existent sind, die hier ein Leben nicht nur machbar machen, sondern wirklich lebenswert und wünschenswert machen. Denn Wohnraum ist eigentlich genug für alle da. Wohnraum muss auch gar nicht die Preise, diese Spekulationsphasen durchleben, wie wir es jetzt die letzten 20, 30 Jahre gehabt haben. Es ist ja so gewesen, dass noch bis vor wenigen Jahrzehnten du ein Haus bauen konntest und in 15 bis 20 Jahren das Haus abbezahlen konntest. Mittlerweile sind wir bei Finanzierungszeiträumen, statistisch gesehen im Moment, bei 50 Jahren. Das kann keine Generation alleine abstottern und mit den jetzigen Zinssätzen sowieso nicht. Und von daher, das alles ist schlicht falsch, weil es einfach nur getrieben ist von diesem Geldcharakter. Und auch dieser ganze Absicherung, wir müssen uns absichern, wir müssen uns absichern, wir müssen uns absichern, monetär vor allem. Das sind Zukunftsängste, die geschaffen werden, die für viele gar nicht umsetzbar sind. Deshalb haben wir ja so viel Angst im Land, weil alle Angst haben um ihre monetäre Zukunft, weil alles sich nur ums Geld gedreht hat und bis heute noch dreht. In Zukunft, nach meinem Empfinden, muss es so sein, dass jeder, ja, früher oder auch in anderen Ländern war es ja bei uns mal so, oder ist es auch so in anderen Ländern nach wie vor, dass du, wenn du heiratest, einen Kredit bekommst und dann ist die Bude nach ein paar Jahren bezahlt, ja, durch Kinder, die geboren werden, wird dann noch die Darlehenssumme reduziert. Das ist alles machbar, das ist auch in diesem Land machbar, und es ist auch ein Rentensystem in der Zukunft machbar, wenn nicht mehr so viel Kapital ins Ausland abfließt oder sinnlos auch im eigenen Land vernichtet wird und umverteilt wird. Das alles sind die Dinge, die wirklich relevant sind. Dieses ganze andere Gelump, ob jetzt der Dollar umfällt, das britische Pfund umfällt, der Euro umfällt oder auch meinetwegen Gold und Silber in Zukunft nichts mehr wert ist, das kann uns auch Deutschen gerade völlig egal sein, weil wir hier immer es geschafft haben, etwas zu erschaffen, Kultur zu erschaffen, aber auch Wirtschaftsprodukte zu erschaffen, in Technologie, Forschung und sonst was, immer schon Weltspitze waren und, Achtung, jetzt kommt mal was ganz Außergewöhnliches in diesen Zeiten, immer noch sind. Ja. Zu dem Thema, um da gleich anzuknüpfen. Ich hatte mal vor, was war es, ich glaube, 3 Jahre, 4 Jahre ist das her, das war 19, glaube ich, war ich in Wien mit dem Ingenieur von Siemens. Und der ist im Bereich, glaube ich, Zug und ja, doch im Bereich Zugentwicklung gewesen. Er hat gesagt, die Chinesen können alles kopieren. Aber was sie nicht können, es ist den Geist in die Maschine zu bringen, weil dazu haben sie nicht das Verständnis oder es ist in ihnen nicht drin. Und da kommen wir genau zu dem. In diesem Land herrscht ein gewisser Geist. Bei dir im Hintergrund sehen wir ja dieses Arminius-Denkmal, ja, Hermann der Karusker. Das ist ein Symbol. Das war ja damals, ich glaube, 1879, 89 wurde das gebaut, mit dem Blick nach Westen, in Richtung Frankreich. Es war ein Symbol.
Das ist zu einer Zeit entstanden, das kann sich heute keiner mehr vorstellen. Ich bin noch nicht mal sicher, dass bei der heutigen Bauleistung es überhaupt möglich wäre, so einen Sockel zu errichten, ohne dass man da 10 Jahre dafür bräuchte und das Ding wahrscheinlich das Zehnfache kosten würde, was es denn vorher mal veranschlagt wäre, wenn es überhaupt jemals fertig wird oder der Brandschutz oder was auch immer, die Statik stimmt, ja, das mal nur so am Rande. Also, der Geist für viele Dinge ist nicht vorhanden. Und das, was wir im Moment in Russland sehen und diese, was wir ja vorhin angesprochen haben, auch diese militärische Überlegenheit, kommt genau aus dem Thema, weil dort ein anderer Geist im Lande herrscht. Die haben diesen Aufstieg, der in den 2000ern wieder ging, nach dem Niedergang zwischen 90 und 2000, den haben die schon geschafft. Und das sollte uns ein Vorbild sein. Und ich hoffe nur, dass wir nicht solche Zustände bekommen. Gut, wir haben, naja, wenn ich mir das überlege, so ähnliche Figuren wie den Jelzin damals mit der Wodkaflasche. Also nicht, dass ich sagen will, dass irgendjemand Probleme mit Drogen in unserer Regierung hat, aber so ein paar Figuren sind schon dabei, wo man zweifeln kann, ob die denn die Fähigkeiten haben, die man denn jetzt bräuchte, wenn man davon ausgeht, dass sie denn alles zum Wohle des deutschen Volkes tun. Tun wir natürlich, sind ja unsere gewählten Volksvertreter. Meine nicht. Okay, ich habe es ja auch nicht gewählt, aber es gibt vielleicht den Eindruck. Aber das ist, so titulieren sie sich zumindest selbst. Was ich sagen will, dieser Geist ist vorhanden, den gilt es wieder zu beleben. Und wie du schon gesagt hast, ja, wir sind in einer Bewertungskrise, wenn man mal das Finanzielle ansieht, auch bei den Immobilien, und das sehe ich ja hier auch. Es ist eine Bewertungskrise, nicht, dass das Haus schlecht ist, dass die Heizung nicht funktioniert. Die funktioniert im Normalfall auch über 30 Jahre. Wir müssen sie bloß immer wieder früher rausschmeißen. Es ist das Thema, dass das System neuen Kredit braucht und dazu muss es buchhalterisch die abgeschriebenen Dinge neu beleben. Darum geht es. Und es ist auch richtig klar, wir hatten Höchstpreise, die sind jetzt runtergekullert. Jetzt muss man schauen, dass man wieder Geld im System neu kreiert. Und dazu werden die Leute an der Nase herumgeführt und eben in diese Angst gebracht, dass sie irgendetwas tun. Sinn hat das alles keinen. Und es kann auf Dauer nicht so weitergehen. Jeder weiß es, aber keiner spricht es aus. Und ich glaube, die weit oben sind, die gehen auch Augen zu und durch. Und jeder schiebt es voran. Und ja, es darf gewohnt werden, es ist Bedarf da, aber dieser Bedarf kann jederzeit gedeckt werden. Und es ist etwas anderes, was dahinter steckt. Tatsächlich, einer geht von einem Ort, ein neuer kommt an einen Ort. Und so ist das, das Spiel der Zeit und der Dinge. So einfach, das ist das, was wirklich dahinter steht. Der Rest ist alles nur Schauspiel. Und gut, ist manchmal auch ganz schön, dieses Spiel zu spielen. Ja, in Teilen ist das ja alles unterhaltsam, aber auch dort nochmal angeschlossen an das, was du gesagt hast. Es ist auch so, dass wir ja in dem alternativen Bereich dann immer hören, jetzt zunehmend, obwohl das ja eigentlich auch völlig klar war, schon seit Jahrzehnten, dass es natürlich Kriegsbeute gegeben hat, dass Patente hier im Land abgezogen worden sind. Und da hat ja auch so ein Professor aus dem Mittleren Westen der USA ganz groß auch nochmal Aufmerksamkeit für erzeugt und ganz viele sind auf den Zug drauf aufgesprungen. Die ganze Q-Bewegung ja auch. Fakt ist aber auch, dass egal welcher der sogenannten alliierten Kriegsgewinner des Zweiten Weltkriegs hier Patente mitgenommen hat, diese alle nicht umsetzen konnten, sondern nur in Auszügen und in Teilen schlecht nachbauen konnten, weil sie es gar nicht verstanden haben, diese Anlagen eben mit dem entsprechenden Geist die Maschine ans Laufen zu bringen. Und die haben bis heute Teile dieser Patente noch gar nicht verstanden, werden sie auch nicht verstehen. Und das ist eben unser großer Punkt. Der deutsche Geist bezieht sich auch auf solche ingenieurstechnischen Leistungen, aber auch auf viele andere Teilbereiche. Und dort haben wir ein unheimliches, nach wie vor ungebrochenes Potenzial, was immer noch existent ist. Auch jetzt vieles ja gar nicht sich weiter bewegt. Echte Innovationen gibt es seit Jahren nicht mehr. Und seit sehr vielen Jahren, wenn man das genau nimmt, viele andere Innovationen oder Wiederbelebungen von unterschiedlichen Sachen ist auch verhindert worden, ob genau dieser Gelddoktrin. Und deshalb braucht sich nach meinem Dafürhalten in diesem Land überhaupt niemand, um seine Zukunft Gedanken zu machen oder gar Ängste zu haben. Denn
Wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben alles, was wir nutzen können. Wir haben auch diesen deutschen Geist noch. Und wir haben alle Voraussetzungen, um eben unsere Zukunft genauso gut zu gestalten, wie wir sie haben wollen. Und das ist eben auch etwas, was mich insgesamt in diesem Land wirklich im Moment total nervt. Überall werden nur Ängste aufgebauscht und verstärkt. Und dadurch kommt diese unterschwellige, ja, seltsame Stimmung. Das ist ja eine Mischung aus Lethargie, Wut und Verweigerung und Hoffnungslosigkeit. Fast ja wechselnd im Stundentakt, was man so wahrnehmen kann. Und wir machen uns hier im Land gerade das Leben selber schwer. Ja, und diese geistigen Dinge werden gezielt geschürt und werden auch in die Leute eingeträufelt. Das eine ist, ich lese sie nicht, ich sehe nur ab und zu eine Schlagzeile, wenn du irgendwo vorbeigehst, beispielsweise die rote Prawda da, nee, Bild heißt sie, letztendlich, wo du mit Schlagzeilen bombardiert wirst, heute mal, was weiß ich, wieder die Sexskandale von irgendeinem ABCD-Promi oder Z-Promi oder keine Ahnung, und dann kommt wieder der Preisschock, dann das, dann das, jenes, und das prägt sich ein. Und die Leute, und es gibt leider genug Leute, die nehmen das für voll. Die Bildzeitung für die Intellektuellen, der Spiegel oder ähnliche plakativen Dinge tun ja selbiges, ja, nur auf einem anderen Niveau, indem man sich eben für besonders toll hält, weil man eben diese Dinge konsumiert. Es steht nur Schrott drin und es ist gezielt, um diese Dinge eben ja zu verbreiten. Diese Hoffnungslosigkeit oder einfach Verwirrung, nennen wir es mal so, weil das hat nichts mit der Realität zu tun. Das Problem ist, dass dieses System hier oben am Hohldrehen ist, weil da jeden Tag neue Impulse kommen und die, glaube ich, nicht so vorgesehen waren, wie sie sich das gedacht haben. Und deswegen darauf nicht mehr hören, auf seine eigenen Sachen konzentrieren und im Moment vielleicht auf Sicht fahren, aber eine Vision im Kopf entwickeln, wo möchten wir hin, wie möchten wir, dass es ausschaut. Und danach sollte es dann gehen. Ja. Und kreativ sein, das ist auch ganz wichtig. Wieder mal was mit den Händen machen, mit den Fingern, mit den, ob du jetzt im Garten wühlst und deine Erdbeeren jetzt gerade anfängst zu pflücken oder auszusäen oder whatever. Aber macht was mit den Griffeln, macht was mit euren Händen, dann könnt ihr was schaffen, was ihr in der Hand habt. Das ist dann tatsächliches kreatives Handeln. Ja. Und dabei kann man sich dann auch super Gedanken machen, was eigentlich eine wirklich natürliche Ordnung innerhalb unseres Gesellschaftsverständnisses ist, was wir hier wirklich auch an Sozialstrukturen, Verwaltungsstrukturen, Wirtschaftsstrukturen wirklich haben wollen, was unsere Vorstellungen sind. Und dann auch einfach diesen Niedergang dieses monetären Geldsystems mit Humor betrachten, denn die Weichen dafür sind vor langer Zeit gestellt worden. Die Fehler sind vor langer Zeit gemacht worden und die versuchen jetzt nur noch diese sehr, sehr, sehr kaputte Lüge aufrechtzuerhalten und versuchen im Moment einfach noch über die Runden zu kommen. Aber das ist endlich. Das ist absolut endlich. Und ohne diesen Geldzusammenbruch geht es nicht in die eine gute, sinnvolle Zukunftsausgestaltung hinein. Und das müssen wir jetzt einfach leider alle noch abwarten. Und je mehr wir da miteinander sprechen, und das ist auch etwas, was wir können und was wir auch lange Jahre gemacht haben, wenn wir wieder an den Stammtischen zusammenkommen, in den Vereinen mal wieder zusammenkommen, bei den ganzen Festen, Stadtfesten, Weinfesten, was auch immer jetzt alles noch kommt, bis hin dann nachher zu den Schützenfesten, alles, was kommt. Jede Woche gibt es Möglichkeiten, sich auszutauschen mit seinen Leuten in seiner Umgebung. Und es gibt genug Möglichkeiten und auch genug Menschen in diesem Land, die alle die Faxen dicke haben. Und wenn wir auch dort wieder anfangen, miteinander zu reden und auch wirklich uns in dem normalen alltäglichen Leben gewahr werden, wie viele hier eigentlich die Faxen dicke haben,
dann ist es auch nur noch eine ganz kleine Moment, den es braucht, bis dieses Land feststellt, dass hier nämlich doch noch ganz viele relativ normal ticken und nicht alle irgendwie den Propagandaschrott glauben. Es ist nämlich komplett umgekehrt. Das Gegenteil ist wahr. Hier ist so viel gesunde Substanz in diesem Land noch im Denken. Das wird nur klein gehalten, weil sich keiner mehr traut, irgendetwas zu sagen. Und diese Mauer des Schweigens müssen wir durchbrechen und dann löst sich hier auch ganz, ganz viel. Und dann passiert hier in diesem Land auch sehr schnell etwas. Ich habe das mal ja auch schon vor 2, 3 Jahren gesagt und auch damals aufgeschrieben. Ich halte den Niedergang der BRD für den Schlussstein dieser politischen Nachkriegsordnung und damit auch dem Geldsystem und auch eben diesem gesamten europäischen Konstrukt und NATO und alles, was da dran hängt. Das wird mit durch und in der BRD alles begraben als Gesamtpaket. Und dann geht es zurück zum Deutschen Reich. Und da, das ist unser altes Fundament, unser Schlüssel zur Zukunft. Und dann werden wir das ausgestalten, was wir für dieses Land brauchen. Ja, die Anzeichen, dass diese Dinge auch im Ausland bekannt sind, also wirklich, dass es jetzt nicht nur Leute sind, die, wo man meinen könnte, das sind jetzt die Kaisertreuen oder sonst was. Darum geht es nicht. Sondern es geht tatsächlich auch darum, wenn man sich mit den ausländischen Würdenträgern, also Leuten in höheren Kreisen, die das durchaus auch sagen, und da wäre zum Beispiel auch ein Herr Medvedev, der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates der Russischen Föderation ist, der bringt zwar immer sehr knallige Tweets, die vielleicht auch etwas, sagen wir mal, so hoch aufgehängt sind, aber man sollte immer die Zwischentöne hören. Und da ging es genau darum, dass man in Polen von Regierungsseite jetzt die Oblast Kaliningrad, Königsberg ist jetzt wieder mit einem polnischen Namen versehen hat. Also es ist keine polnische Stadt. Königsberg war eine Stadt, die durch den deutschen Ritterorden, zumindest nach der jetzigen Geschichtsschreibung, vor über 1000 Jahren gegründet worden ist. Es war niemals irgendwo eine polnisch gegründete Stadt. Und jeder möge sich mal selbst mit der Geschichte Polens, auch den Nachbarstaaten, auseinandersetzen. Königreich Polen, warum gab es denn drei Teilungen im 18. Jahrhundert und so weiter und so fort. Aber dieser Chauvinismus, der da drüben entsteht, wenn man den bei uns hören würde, ja, dann wäre das du, 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 dann kriegst du aber gleich richtig auf die Mütze. Jedenfalls, der meinte dann auch, einseitig von Polen sollte man da sehr aufpassen, was man da tut, weil sonst könnte man ja vielleicht von russischer Seite hergehen und polnische Städte unter polnischer Verwaltung im Moment wieder mit ihrem ursprünglichen Namen ansprechen, wie Posen, nicht Posnan oder eben Krakau oder irgendwelche anderen Dinge. Also darüber sollte man sich Gedanken machen, weil das kommt hoch und das wird auch irgendwann auf den Tisch kommen, diese Themen. Wie sie dann ausgestaltet werden, steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber das ist in den höchsten Kreisen, ist das bekannt und das wird irgendwann ausgesprochen. Und vielleicht noch einen kurzen Schwenk. Wir haben dasselbe im Moment, weil wir ja auch bei den letzten beiden Gesprächen haben wir ja auch immer wieder das Thema Taiwan angesprochen. Taiwan, Südkorea, hier sind ungelöste Probleme. Thailand wird im Moment massiv durch die Vereinigten Staaten beeinflusst, auch in der Wahl. Auch dort versucht man von dieser Seite eine Front gegen China aufzumachen. Und das sind alles Dinge aus meiner Sicht Verzweiflungstat, aber sie laufen und das sollten wir beobachten. Und irgendwann kommt aber der Punkt, die Wahrheit kannst du nicht begraben, weil sie kommt immer wieder hoch. Und das erleben wir aus meiner Sicht. Ja, wir sind in dem Prozess mittendrin. Es ist auch so, dass, um das nochmal ganz klar zu sagen, die deutschen Ostgebiete im Rahmen der damaligen Potsdamer Konferenz unter auf Geheiß und durch die russische, also die UdSSR damals,
unter polnische Verwaltung gestellt worden sind, aber bis heute nicht Bestandteil der Republik Polen sind. Und da gibt es auch in Polen übrigens ein Schatzamt, was die Verwaltung dieser Territorien regelt. Der Freistaat Preußen ist niemals außer Kraft gesetzt worden und so weiter und so fort. Auch die Auflösung Preußens per alliierten Beschluss ist nur ein Kriegspropagandastilmittel, was niemals rechtliche Relevanz hatte. Dort werden wir halt auch für dumm verkauft. Dort sind viele Lügen übereinander geschichtet worden. Auch mit den anderen Regionen Asiens, aber auch dem Nahen Osten, wo überall versucht wird zu zündeln. Das sind alles genau diese Lügen dieser Kriegspropaganda. Und das, was es braucht in diesem Prozess, ist die Bereitschaft, wie Putin es ja auch ausdrückte, vor Jahren schon die Büchse der Pandora zu öffnen. Und es braucht dort eben auch hier bei uns ein Verständnis dafür, dass wir ohne die Auseinandersetzung mit eben unserer deutschen Geschichte und den Vorgängen des vergangenen Jahrhunderts keine Lösung herbeiführen werden und auch nicht die Lösung in Richtung Zukunft organisieren können. Es wird schlicht und ergreifend kaum möglich sein, dass Putin, Medvedev und andere in der Russischen Föderation all diese Geschichtslügen aufdecken, um sich dann vollständig, endgültig und nachhaltig auch dem Gespött der westlichen Propaganda auszusetzen. Das wird nicht gehen, weil sie müssen auch an ihr eigenes Land denken und auch an die sozialen Belange ihres eigenen Landes und Volkes denken. Wir brauchen die Bereitschaft, hier im Land das Ganze zu unterstützen. Denn wenn es hier die wirkliche Bereitschaft gäbe, und sei es nur in dieser alternativen Szene, endlich dazu überzugehen, sich auch damit zu beschäftigen und eine klare Position zu finden, dann ist es absolut möglich, dass die Russische Föderation, die russische Regierung Dokumente und auch Nachweise, Fakten liefert aus den russischen Archiven, die dann helfen, hier eine ernsthafte Betrachtung hinzubringen. Dafür braucht es aber auch hier bei uns den Willen, überhaupt unsere Zukunft zu gestalten. Und wenn es hier endlich eine geeintes Vorgehen gäbe und eine große Bereitschaft gäbe, sich darum zu bemühen, können wir ganz sicher davon ausgehen, dass die Russische Föderation das unterstützt, andere Länder übrigens auch das Ganze unterstützen werden und wir hier wirklich einen großen Impuls bekommen würden, für dieses Land dann endlich auch zu der alten Kraft und Stärke zurückzufinden, die wir haben. Und diese Lügen abzuschütteln. Das ist eine sehr einfache Entscheidung, wenn wir denn die Bereitschaft haben, hier endlich gemeinsam zu agieren. Und vielleicht, um das gleich nochmal klarzustellen, hier geht es nicht um irgendwelche revanchistischen Dinge oder dass man hergeht und sagt, wir wollen jetzt die Grenzen wieder neu gezogen haben. Das sind alles Konstrukte auf Landkarten, die wieder Probleme bringen, sondern es geht einfach, diese Dinge ganz klipp und klar auszusprechen, sie zu klären und dann kann man auch neue Einigungen finden und den Leuten letztendlich auch die Möglichkeit geben, sich zu entscheiden, wie sie leben wollen, wo sie leben wollen. Und ich glaube, die meisten von uns wollen einfach nur in Frieden gelassen werden und ihr Ding machen, sich um ihre Belange kümmern und damit wäre es gut. Und Ja, diesen. warte mal, an der Stelle Ja. würde ich gerne einmal da reingerätschen. Das ist ein Okay. ganz wichtiger Punkt, den du angesprochen hast. Denn es gibt die Erwartungshaltung, dass über Nacht alles geregelt sein muss. Und über Nacht alles dann perfekt sein muss, am besten. Meine Erwartungshaltung, und ich glaube auch die Realität da draußen ist, dass wir nach dem Niedergang dieses Dollarsystems, britischen Pfundsystems, dem Fiat-Geldsystem in Gänze, dem Niedergang unterschiedlicher politischer Strukturen, aber auch, also inklusive der EU, der NATO und solchen Organisationen, aber auch der Handlungsunfähigkeit der BRD, wird es zwar staatliche Verwaltungsstrukturen geben, es wird auch Geld geben, es wird auch wirtschaftliche Tätigkeit geben, aber für alle internationalen Bereiche wird es eine wahrscheinlich sogar mehrjährigen Verhandlungsprozess geben, genauso wie du ihn gerade skizziert hast, bis all diese ganzen historischen Themen abgearbeitet sind. Denn alleine der Komplex in Asien, China, Taiwan,
Südkorea, Nordkorea, die ja gesamte Indochina-Halbinsel, also Vietnam, ja, bis rüber nach Thailand, was du schon angesprochen hast. Pakistan, Bangladesch, Indien, den eben Komplex, das wäre der zweite da in der Ecke. Die gesamten GUS-Nachfolgestaatenregelungen innerhalb der ehemaligen UdSSR oder des russischen Zarenreiches, da ist eigentlich auch nichts geregelt. Die ganzen postkolonialen Strukturen unter Beteiligung der Kolonialmächte in Bezug auf Afrika. Alle Regelungen im Nahen Osten. Ja, was ist das Osmanische Reich und wenn ja, wie viele haben wir davon und wie weit geht das? Was ist Persien? Ja, das sind große Fragen, die auch nur durch den Kolonialismus so klein gehäckselt worden sind. Ganz Afrika hat eine ganz andere Struktur dahinter. Südamerika, gerade jetzt auch mit der drohenden Staatspleite der Argentinier mal wieder, aber auch dem Zahlungsausfall wahrscheinlich von weiteren Staaten in Südamerika. Da muss auch alles neu geregelt werden. Das braucht Zeit. Und dann sind wir noch gar nicht bei Europa. Hier in Europa ist so viel Künstliches geschaffen worden, so viel Irrsinn geschaffen worden in den letzten Jahrhunderten, aber gerade speziell seit dem Zweiten Weltkrieg. Das muss gelöst werden. Das braucht andere, völlig neue Handelsstrukturen. Das braucht neue, auch militärische Übereinkünfte und. Und das braucht Zeit, weil jeder muss es auch dann miterleben und es muss alles geregelt werden. Es muss umgesetzt werden in neue Regularien, in neue Strukturen. Und das braucht Zeit. Es wird nicht Hex-Hex wie bei Bibi Blocksberg oder Harry Potter über Nacht alles super sein. Und dann werden nicht die gebratenen Tauben kommen, dann wird auch nicht irgendein Kollateralkonto Quatsch, Blödsinn da freigesetzt oder sonst irgendwelche Nesara-Gesara-Gelump-Fantasien von irgendwelchen Kaputten umgesetzt, sondern dann organisieren wir unser Leben und müssen dann auch wieder Anteil nehmen an dieser Struktur, in der wir leben. Ja, das ist ganz wichtig, zu begreifen, dass diese ganzen aufgesetzten, möglichen, in die Zukunft gerichteten Versprechen, ja, wie du schon angesprochen hast, Gesara, Nesara, ich habe es mit anderen Gesprächspartnern auch immer wieder angesprochen. Wer sich das Zeug anschaut, mal nur mal von der Idee her, geht bei diesem Beispiel wieder um Schuldgeld, wieder, dass jemand anders etwas präsentiert, das brauchen wir nicht. Jeder sollte sich überlegen, und so sollte auch internationales Handeln zwischen Staaten sein. Wenn ich heute zum Nachbarn gehe und frage ihn, ob er mir denn freundlicherweise mal irgendwo ein Päckchen Zucker zur Verfügung stellt, ja, dann erwartet er nicht von mir, dass ich ihm dann 2 Euro hinlege, weil im Supermarkt kostet es genauso viel und er schlägt was drauf, sondern der sagt, hier nimm das, weil du bist so ein netter Mensch und du hast mir das letzte Mal, keine Ahnung, ein paar Würste von deinem Grill abgegeben oder du musizierst so schön oder irgendwas. Von der Überlegung, da sollten wir wieder hinkommen. Und wir müssen wieder auf einen Teil Normalität zurückkehren. Und Normalität heißt menschliches Miteinander. Das heißt nicht, ich muss jedem um den Hals fallen, aber genauso diesen Schwachsinn mit den Kollateralkonten. Und selbst wenn es denn so etwas gäbe, hättest du nichts davon. Es wird dir auch nicht ausgezahlt, weil es ist nicht dein Konto, sondern es ist das Konto, was ein anderer angelegt hat. Es ist auch nicht dein Bankkonto, es ist nicht dein Ausweis und so weiter und so fort. Man sollte sich über diese Dinge einfach Gedanken machen. Sondern der Nachbar da drüben, das ist dein Nächster in dem Sinn, du sollst ihn lieben wie dich selbst, steht in der Bibel. Für alle, die uns jetzt wieder Gotteslästerung vorlesen oder vorwerfen, sollen das mal bitte nachlesen, vielleicht haben sie es noch nicht verstanden. Aber das sind einfach Dinge, wirklich klares Denken herauszuschälen und komische Fantasien einfach wegzulassen. Ja, es wird uns viel über Hollywood gezeigt. Aber man muss verstehen, was einem da gezeigt wird. Und dann sollte man sich Ja. auch selber fragen, wer ist man denn in der Geschichte? Ja. Und nichts muss morgen erledigt sein, weil sonst wären wir ja am Ende der Geschichte und dann geht es wieder neu los. Wir sollen gestalten und gestalten heißt, wir sind auf dem Weg zu einem Ziel und der Weg ist eigentlich das Wichtige. So schaut es aus. So war es bei unseren Genau, so ist Großeltern es. und so war es bei unseren Ahnen. Und am Ende wurde alles dann gut. Und darum geht es, das eigene Leben zu gestalten, und zwar in Kooperation mit anderen. Ja. Nicht, weil die irgendwo da drüben sind, deswegen sind sie böse, gut oder sonst was, sondern reden mit denen und auf einen vernünftigen Nenner kommen. Und dann läuft schon irgendwie alles.
zumindest meine Lebenserfahrung. Ich werde für ein schönes Schlusswort. Ja, finde ich auch. Ich denke, damit Weil haben wir mehr jetzt. gibt es dazu nicht zu sagen. Wir Aber die brauchen gibt es das nicht zu auch. sagen. Also es ist einfach die Rückbesinnung auf uns selber, auch auf unsere Kraft, auf das gemeinschaftliche Tun, auf die Zukunft uns freuen, wieder in die Kraft kommen, dann vielleicht auch mal mit Freude das alles anpacken und der Rest wird schon. Genau, seid kreativ und gestaltet eure Zukunft im Positiven. Ja, Ja. dann halten wir das als Schlusswort fest, lieber Gernot. Dann sage ich danke, dass wir uns heute wieder so gut haben austauschen können. Informiert euch und wir wünschen euch dann jetzt kreative Tage. Steht der Christi Himmelfahrt vor der Türe, danach Pfingsten. Macht was draus, genießt, wenn ihr es habt, schönes Wetter. Wenn nicht, macht es euch schön. Ja, Wetter Also. wird ja schön. Das soll besser werden in ganz Deutschland. Ja, vielen Dank auch dir und vielen Dank auch an alle, die da draußen zuschauen. Und das vielleicht noch als letzten Abschlusssatz. Es geht um uns alle und wir alle müssen zusammenstehen, auch vereint agieren und wirklich endlich wieder in die Gemeinschaft zurückfinden, damit wir hier in den gestalterischen Prozess dann auch einsteigen können. Deshalb geht es um alle und wir alle sind wichtig und müssen dann auch gemeinschaftlich was tun. Dieses ganze Gegeneinander, was wir geübt haben, hat uns dahin geführt, wo wir jetzt sind. Das Genau. brauchen wir nicht mehr. Das sollten wir schnellstens hinter uns lassen. Und deshalb auch über die nächsten Tage. Da gibt es genug Möglichkeiten, sich wieder zusammenzutun. Es ist genug los im Land. Also miteinander reden, ins vereinte Handeln kommen. Der Rest wird sich regeln. In dem Genau. Sinne, tschüss. Einen schönen Tag. Ade, bleibt schön.